Die IAA-Nutzfahrzeuge öffnet am heutigen Donnerstag ihre Tore in Hannover und das mit großer Zuversicht, denn die Lkw-Branche ist wieder zweistellig gewachsen nach den deutlichen Einbrüchen im Jahre 2009. Wollen wir darüber reden mit dem Logistikexperten Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement. Herr Jutz, ist denn das Schlimmste für die Branche überstanden aus Ihrer Sicht? Dazu ein ganz klares Ja von meiner Seite. So sind auch die Angaben und die Aussagen der Lkw-Hersteller, die das noch einmal ganz eindeutig unterstreichen. Nach den starken Einbrüchen in 2009, die Branche zu verzeichnen hatte, ist jetzt die Erholung auf breiter Front zu sehen und es macht sich Zuversicht breit. Erhebliche Zuversicht, gerade was die nächsten Jahre angeht. Die Frage ist ja, woher kommt diese Zuversicht? Woher rührt dieser Aufschwung? Ist wieder mal China im positiven Sinne schuld? Ja, das kann ich eindeutig bestätigen. Während die Auftragseingänge im ersten Halbjahr aus dem europäischen Raum um 50% zugelegt haben, haben sie aus dem BRIC-Staaten um 100% zugelegt. Und das ist doch bemerkenswert. Gerade die Auftragseingänge aus Brasilien und aus China haben ganz enorm zugelegt und dazu beigetragen, dass die Zuversicht dort bei den Herstellern europäischer Natur gewachsen ist. Das hat allerdings auch eine Schattenseite, weil die Märkte von den Europäern erst erschlossen werden müssen. Und das geht zum Beispiel über Kooperation oder über Produktionsstandorte vor Ort, wie das beispielsweise Daimler oder MAN und Scania machen. Welche Unternehmen profitieren denn am stärksten von diesen aktuellen Trends? Also zum einen die europäischen Hersteller, die ich eben gerade schon genannt habe, Daimler, MAN und Scania, wobei Scania der profitabelste von denen ist, Daimler von den europäischen Herstellern die größten Marktanteile hat, aber natürlich auch die chinesischen Hersteller, die mittlerweile Daimler bei den Marktanteilen weltweit schon überflügelt haben. Nutzfahrzeughersteller und überhaupt Nutzfahrzeuge stehen in der Logistikkette ganz weit oben, sind extrem wichtig und Logistik gilt ja nun mal als Frühindikator für die Gesamtwirtschaft. Heißt das mit anderen Worten, dass ein breiter Aufschwung, den wir ja aktuell schon sehen, aber uns weiter begleiten wird in den kommenden Monaten und es eben kein Double Dip gibt? Das, wenn wir das differenzierter betrachten, kann man sagen, in Europa stelle ich mich auf eine neue Wirklichkeit ein mit einem moderaten Wachstum, was sich auch an den Auftragseingängen widerspiegelt. Aber in Brasilien beispielsweise Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2014 oder in China, Indien, auch in Russland, dort wächst die Wirtschaft ganz massiv und da kommen auch die großen Bestellungen her und da kommt auch die Nachfrage her, das Wachstum. Deswegen muss man einfach schauen, wo kommt das Wachstum her und da sollte man sich entsprechend positionieren als Anleger, dass man davon entsprechend partizipieren kann. Ich lasse Sie natürlich nicht gehen, ohne insgesamt über den Aktienmarkt gesprochen zu haben, der ja alles in allem weiter seitwärts läuft. Wie ist denn Ihre aktuelle Ansicht zum Markt? Eher Daumen rauf oder Daumen runter? Also grundsätzlich weiter Daumen rauf. Die Rückschläge sehe ich als Kaufgelegenheiten an, insbesondere bei den unterbewerteten Aktien. Die Nutzfahrzeugehersteller sind alles in allem schon gut gelaufen und dort würde ich Rückschläge zunächst mal abwarten, aber grundsätzlich kaufen an schwachen Tagen. Sagt Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement hier bei uns am Mikrofon von Börse Stuttgart TV. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.